Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Chris und Silvia Womotraum. Wir möchten uns mal als erstes ganz herzlich bedanken für die ersten Abos, die wir bekommen haben, für unsere bisher 2 Videos. Mehr haben wir leider noch nicht online. Die große Pause, die war jetzt auch nicht so beabsichtigt. Wir hätten gerne nachgelegt. Wir wollten eigentlich auch schon längst wieder unterwegs sein mit unserem Wohnmobil, aber es hat leider noch nicht geklappt. Also, herzlichen Dank, wie gesagt, für die Abos, die wir bisher schon bekommen haben von euch, und auch herzlichen Dank für die wunderbaren und netten Kommentare zu unseren 2 Videos. Ganz herzlicher Dank geht nochmal, ich wiederhole es nochmal, der geht an Claudia und Michael. Claudia und Michael, ihr wart die Ersten, die unseren Kanal abonniert haben, das vergessen wir euch nicht. Und wir haben euren Kanal auch schon seit längerer Zeit abonniert, weil wir das, was ihr macht, sehr mögen. Ja, heute so eine Art Überbrückungsvideo, nämlich einfach wollen wir euch mal zeigen, womit wir so fotografieren und filmen. Und ja, viel ist es nicht, weil wenn man älter wird, hat man echt keinen Bock mehr, noch viel mehr zu tragen. Wir kommen ja beide, Silvia und ich, von der Tierfotografie und da sind wir so lange Brennweiten gewöhnt. Schwere Kameras, schwere Objektive. Wir haben so viel Equipment schon durch die Weltgeschichte geschleppt. Jetzt soll es ein bisschen leichter werden und wir haben uns dafür entschieden, so eine ganz stinknormale Sony Videokamera zu kaufen. Das ist eine HDR CX900. Die leistet uns gute Dienste, hat eine tolle Videoqualität im Handling, da muss man ein bisschen Abstriche machen. Sie hat auch einen langsamen Autofokus, aber das ist unsere Kamera der Wahl gerade. Und ja, das gibt ein Nachfolgemodell, die werden wir uns vielleicht, wenn wir es können, zulegen mit einem flotteren Autofokus und dann wird einiges schöner. Denn manchmal ist es ein bisschen nervig, darauf zu warten, bis fokussiert wurde. So, Ton nehmen wir immer zu 99% eigentlich getrennt auf vom Video. Und zwar mit diesem Aufzeichnungsgerät von der Firma Marantz. Das ist ein bisschen alt und klobig, aber es leistet uns seit 11 Jahren treue Dienste, ist immer fit und einsatzbereit und speichert die Daten auf eine CF-Karte. Ja, Batterien müssen da rein und da komme ich später nochmal dazu. Okay, Ton und Bild getrennt, das machen wir immer so. Dann haben wir ein ganz normales Interviewmikrofon, etwas preiswerter, und wir haben für atmosphärische Geräusche, Naturgeräusche und sowas haben wir ein etwas besseres Stereomikrofon, das wir dann daran hängen. Ja, das ist eigentlich alles. Wenn wir unterwegs sind, nehmen wir manchmal einen Laptop mit und wenn man so freakig ist und sagt, man, ich will 100%ige Sicherheit für meine Bilder, dann überspielen wir die auch schon mal bei längeren Reisen auf eine Portable-Festplatte, hier zum Beispiel von Western Digital. Das ist 1 TB, gibt es auch mit 2 oder 5 Terabyte. Dann hat man die Daten doppelt und dann ist man noch mehr auf der richtigen Seite. Aber das ist jetzt das nächste Thema. Wir arbeiten schon so lange, wie wir digitale Fotografie und Filmerei betreiben, mit SanDisk-Speicherkarten. Und die kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Wir hatten noch nie Ausfälle damit und sehr zufrieden. Dann ja, so ein Tischstativ bzw. Stativ für Bodennähe. Das sieht lustig aus, dieses Ding von Goliath. Das kann man auch zur Not mal verbiegen und irgendwo ranhängen oder so. Also sehr flexibel. Das nehmen wir auch gerne mit. Strom, ja, Strom braucht man immer. Und die nächste Kamera, die ich euch vorstellen möchte, ist die Alpha 6300. Die filmt nämlich gerade das Ganze hier, was ich euch erzähle. Und die ist klein und kompakt. Und da ist im Augenblick sogar nur das Kit-Objektiv drauf. Wir konnten uns noch nicht entscheiden, was wir uns für ein Zusatzobjektiv dafür kaufen, ob Weitwinkel, Tele oder so. Das müssen wir einfach mal überlegen. Aber diese kleine Kamera, die macht wirklich alles. Sie kann filmen in HD und sie kann sogar filmen in 4K. Mögen wir sehr und sie wiegt ganz wenig und ist immer gut mitzunehmen. Unauffällig sowieso. Ein ganz tolles Stück. Wir mögen sie. Ja, und wenn man mal Strom zusätzlich braucht, dann haben wir immer so Akkus mit. Natürlich auch Ersatzakkus für all die Kameras. Aber die Sony Alpha, die kann man zum Beispiel auch mit so einem Akkublock betreiben, mit einem Kabel, und das ist auch eine feine Sache. Ja,
Das nächste, was wir noch aufzählen müssen, das sind zwei Stative. Ein ganz leichtes von Manfrotto und ein etwas schwereres von Manfrotto. Denn ja, wir stellen immer wieder fest, wenn man mal eben schnell was filmt und dann wackelt es und dann ärgert man sich zu Hause. Man kann zwar im Schnittprogramm entwackeln, aber das macht Arbeit, das dauert und besser ist, man macht gleich ruhigere Aufnahmen und das ist eigentlich fast schon Pflicht, so ein Ding mitzunehmen, ein Stativ, auch wenn es manchmal lästig ist. Ja, dann kommen noch dazu so Schnellkopplungsplatten für Verbindung zwischen Kamera und Stativ. Ersatzakkus hatte ich schon erwähnt, Ersatzbatterien, eventuell Filter oder sowas. Also wenn man das alles zusammenrechnet, kommt für diese relativ leichte Ausrüstung immer noch eine ganz schöne Menge an Gewicht zustande. Aber Fotografie will ertragen werden, das haben wir schon immer gesagt. Und das ist ja auch unsere Passion, unser Hobby und deswegen machen wir das gerne. Und ja, solange es geht, geht's. Wundert euch nicht über die Geräusche, falls ihr die hört. Es regnet nämlich gerade ziemlich stark. Wir haben ja Wassermangel hier in der ganzen Republik und deswegen ist es schön, dass es mal regnet. Man muss das mal einfach hinnehmen, ne? Die ganze Trockenheit, das geht ja auch nicht so ewig weiter. Ja, dann wollte ich noch berichten, wir fotografieren immer im RAW-Format. Das heißt, man kriegt die volle Datenmenge eines Bildes in Rohdaten vom Chip. Und nicht schon irgendwie wie bei JPEG so bearbeitet von der Kamera. Da kann einiges passieren, weshalb man dann hinterher nicht mehr so toll bearbeiten kann. Also in RAW fotografieren wir und bearbeiten die Bilder dann hinterher in Lightroom. Und das kann man ganz toll machen. Da kann man Belichtung korrigieren und hat den vollen Spielraum. Was fehlt noch? Ja, das Schnittprogramm. Schneiden tut bei uns überwiegend Silvia. Die macht das ganz toll, finde ich. Wir schneiden mit Adobe Premiere. Das ist ein ziemlich professionelles Programm. Das muss man mieten. Früher hat man sowas gekauft, auf der DVD dann installiert. Mittlerweile ist es so, dass man die nur noch im Internet kriegt quasi. Und kostet so um die 25 Euro im Monat. Aber lohnt sich voll, weil dieses Schnittprogramm hat uns so gut wie noch nie im Stich gelassen. Silvia ist damit toll eingearbeitet und es macht einen Riesenspaß, damit zu schneiden. Also das soweit zum Schnittprogramm. Ja, das wäre es eigentlich in groben Zügen. Und ja, da bleibt nur noch das... Ach nee, halt. Ich wollte euch noch Batterien vorstellen. Die habe ich nämlich gefunden für dieses Marantz. Da müssen 4 AA-Batterien rein. Und wir haben schon viele Typen ausprobiert und die haben nie lange gehalten, weil das hier ist ein echter Stromfresser. Aber ich war neulich mal oder vor längerer Zeit schon mal bei Rossmann und da gibt es Lithium-Batterien im Viererpack, 4,99 Euro und die halten echt lange. Also die kann ich euch nur ans Herz legen, wenn ihr normale AA-Batterien braucht, für was auch immer. Dann, wie gesagt, Lithium-Batterien von Rubin, 4,99 Euro für 4 Stück bei Rossmann. So, jetzt haben wir ja genug Produkte genannt und das bringt mich zum Schlusspunkt, um einfach noch zu sagen, alle Produkte, die wir verwenden, sind gekauft. Nichts ist gesponsert oder zur Verfügung gestellt. Deswegen steht hier auch nirgendwo Werbevideo. Das sind einfach Produkte, die wir aus Überzeugung kaufen und verwenden. Und ja, ach ja, Musik. Da mache ich aber wirklich endlich Schluss. Musik, manchmal von YouTube. Die haben eine ganz gute Sammlung. Und aber seit neuestem haben wir uns gegönnt, so ein Abo bei Artlist. Da solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Ich verlinke euch mal Artlist unten in der Videobeschreibung. Die haben wirklich Hammermusik, mit der kann man seine Videos sehr aufwerten. Kostet pro Jahr, glaube ich, umgerechnet von Dollar auf Euro 170, 180 Euro. Könnt ihr pro Tag 40 Titel runterladen und die dürft ihr auch dann hinterher weiterverwenden, auch wenn der Vertrag ausläuft nach einem Jahr. Eine ganz fantastische Sache. Hört da mal unbedingt rein. Ja, das war's also. Ich kann mich herzlich bedanken, dass ihr wieder zugeschaut habt. Würde mich wahnsinnig freuen, auch in Silvias Namen, wenn ihr das kleine Glöckchen unten aktiviert bei YouTube. Dann erfahrt ihr nämlich immer auch, dann kriegt ihr eine Nachricht, wenn ein neues Video von uns erscheint. Und ja, dann freuen wir uns über Likes, wenn es euch gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch für ein Abo entschließt, weil wir wollen ja noch ein bisschen wachsen. Also, wir machen gerne weiter, freuen uns auf eure Zuschauerreaktion, wir freuen uns, dass ihr mal reinschaut bei uns und
Ja, bis ganz bald. Wir sind bald wieder unterwegs. Dann geht's nach Mecklenburg-Vorpommern und dann schauen wir mal, was wir Schönes mitbringen. Also, ganz lieben Dank. Tschüss.